Hier im Raum sind viele oder einige, die damals in der ASG gespielt haben. Am 28.12.2018 ist Gerd Hoffmann gestorben. Und Gerd Hoffmann hat damals, wir sind damals hier, Klaus Koster, der leider heute nicht da ist, wir sind damals zu ihm hingegangen als 15-Jähriger, haben gesagt, mach doch mit uns eine Schulbigband. Und dieser Typ, der einer der bekanntesten Jazz-Bassisten seiner Zeit war und für alle großen Rundfunkorchester der 60er Jahre geschrieben hat, hat sich dann uns angenommen, hat dann mit uns im Jahre 1981 mit einer Schulbigband speziell auf uns geschriebene Titel aufgeführt. Und diese Band, diese Schulbigband, hat lange gespielt, hat sehr großen Erfolg gehabt. Wir haben ihm viel zu verdanken, er hat sich immer uns angenommen und hat uns geleitet und geführt, ne, Peter. Und er hat sich sehr stark um uns gekümmert. Wir haben ihm viel zu verdanken. Wir spielen ein Stück auf ihn. Es ist keine Ballade, weil das wäre ihm nicht gerecht geworden. Er ist ja wirklich immer ein lebenslustiger Typ gewesen. Das ist auch das einzige richtig herzige Stück, was wir heute Abend spielen. Es ist ein Stück, was ich deswegen für ihn geschrieben habe, weil es halt eben auch über den Tritonus geht. Wir hatten damals damit darüber diskutiert, ich mit ihm, und zwar über die Töne unserer Schule ADS, das sind ja auch drei Töne, und halt eben darüber dann ein Stück schreiben kann. Und AS ist dann auch wieder der Tritonus. Und man hört halt eben sehr schön das, was er halt immer sehr schön gemacht hat, dass man halt eben solche etwas komisch klingenden Geschichten nachher zusammenführt. Und deswegen wird der Bass am Anfang ein bisschen komisch klingen. Und ja, aber das AS, also nicht der Tritonus, mit dem Tritonus fangen wir bloß jetzt an. Also das ist nicht der Ohr, ne? Ja. Also ich bin froh, dass wir deine ganze Leidensgeschichte jetzt kennen. Also wir spielen jetzt ein etwas flotteres, swingendes Stück auf Gerd Hoffmann. Ich hab'
Herzlichen Dank, wir werden jetzt eine Pause.